Yo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt auf meinem Kanal. Heute zocken wir gemeinsam Devil May Cry und ja, was soll ich sagen? Ich habe Devil May Cry dieses Teil einmal komplett durchgespielt, 10 Stunden insgesamt steht hier jetzt bei Steam, hat es ungefähr gedauert. Ich habe auch noch ein anderes Teil gespielt und zwar Devil May Cry 3 war auch ziemlich gut und generell bin ich halt sehr fasziniert von diesem Franchise, sage ich mal, oder sehr interessiert an der Person Dante. Ich habe auch den Anime dazu geschaut, der war auch ziemlich nice. Und ja, ich würde sagen, ich laber mal nicht großartig viel. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben, Ich habe das kurz angezeigt, um das zu testen. Direkt hier beim Trailer und den werden wir einfach nochmal machen. Ich musste nämlich alle Grafiken und alles mal austesten, wie alles funktioniert. Und ja, ich bin jetzt einfach mal still, würde ich sagen, und lasst euch den Trailer genießen. Genau, bis zum Börsenschluss am Freitag. Nein, mehr Zeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten. Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Gasse enden. Ist das klar genug? Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Und Schatz, wird er zahlen? Über 1 Billion. Bald wird mir praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles beherrschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen und wie es dir beliebt, denn sie... Was ist los? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Verräters Spada, Dante. Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Spada und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich... ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust reißen und genussvoll verspeisen. Stay awake, burning a heart.
über Jahrtausende hinweg haben die Dämonen an Macht gewonnen. Jetzt sind sie kurz davor, die Menschheit zu unterjochen. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Organisation, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Den Mistkerl illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Warte! Komm sofort raus! Du bist in Gefahr! Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jägerdämon. Er ist da. Daneben. Zeit für ein kleines Wortspiel, und zwar Rebellion heißt sein Schwert, deswegen Zeit für eine kleine Rebellion. So, wir haben die Hacker-Kombo, das ist einmal ganz normal drücken, nichts Besonderes. Also, es gibt auch viele verschiedene Kombos mit Pausen, die man macht. Je nachdem, wie wir das einsetzen, desto mehr Style-Punkte bekommen wir. Wir dürfen nicht die ganze Zeit die gleichen Skills nutzen, sonst kriegen wir nicht genügend Style-Punkte. So, und hier oben rechts seht ihr dann immer die Style-Punkte, die wir erhalten. Das geht halt bis zu SSS, glaube ich, hoch. Das ist der höchste Style-Wert, den man bekommen kann. Ja, mit Shift kann ich ausweichen. Das habe ich hier oben jetzt nicht so nötig. Kugeln bekommen wir. Die sind immer Gegner-Drops. Damit können wir Sachen aufbessern oder Gesundheit dazu bekommen. Es gibt verschiedene Kugeln, die wir alle erhalten können. Rote Kugeln geben uns zum Beispiel Verbesserungen. Weiße geben uns, glaube ich, Dämonen-Aura oder sowas. Und ja, es gibt halt verschiedene. Da werden wir noch ein bisschen was kennenlernen. Und ich habe das Spiel halt ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Deswegen könnte ich euch jetzt nicht mal mehr sagen, ob man sprinten konnte oder nicht. Aber, ja, das wird man hier noch im Spielverlauf alles herausfinden, sage ich mal. Knarren natürlich an dem BH am Hängen. No escape. RIP. Ich find's halt echt cool, dass es halt... What the hell? Okay, ich hatte halt nicht die Möglichkeit, von diesem Teil runterzukommen und nach oben zu springen. Ja, worauf ich hinaus wollte, ich find's cool, dass man hier in so eine Parallelwelt jedes Mal gezerrt wird, wenn man Dämonen bekämpft. Das ist halt der Limbus und... Damn it! Im Limbus ist es halt so, dass man... Oh Gott.
eine verunstaltete oder sehr merkwürdige Welt vor sich hat. Und ja. Ich kann gerade die Kamera auch nicht mehr schwenken. Das ist natürlich super nice. So soll es auch sein. Hust, hust. Oh Mann. Ebony, Ivory, ich hab euch vermisst. Wir haben jetzt natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten und es tut mir echt leid, wenn die Audioqualität anders ist oder nicht so gut wie sonst immer. Ich musste mein Mikro halt echt komisch hinstellen, weil ich ja an Tastatur und Maus spiele. Schießen machen wir ganz einfach mit Rechtsklick. Wir kriegen später auch noch andere verschiedene Waffen, die wir bekommen können. Nur Schießen an sich bringt halt nicht super viel Style-Punkte, weil es halt einfach stumpfer Schuss ist, sage ich mal. Wir könnten ein bisschen ausprobieren. Wir könnten die auch so mit dem Schwert bekämpfen. Wir könnten die auch hochschießen, dann wieder nach unten. Es gibt echt viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Autsch. Ich bin auch nicht der beste Spieler, sage ich mal. Das kann man, denke ich mal, verstehen. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht auf den härtesten Spielmodus das Spiel nochmal durchgespielt und alles und sonst alles verschiedene. Wir können hier sogar Achievements bekommen, soweit ich weiß. Oh Gott. So. Dirty. Das war echt dirty. Nice. Okay, und immer wenn das halt so freest, haben wir immer den letzten Gegner bekämpft, den wir hier in dieser Welle noch besiegen müssen. Hier können wir noch ein bisschen Free Red Orbs sammeln. Und so mit dir kommunizieren. Ich kann dich sehen und mit dir sprechen, aber ich bin nicht wirklich im Limbus. Und wenn ich abdrücke? Bin ich tot. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel. Ich will helfen. Ich brauche keine Hilfe. Der Jäger hat dich in den Limbus verschleppt. Ich kann dich rausholen. Ich war schon mal hier. Ich kenne den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezerrt hat. Solltest dich nicht mit dem Jäger anlegen. Das ist kein gewöhnlicher Dämon. Folge mir. Komm. Der Unterschied halt bei diesem Spiel ist, dass man tatsächlich einfach den normalen Dante sonst mal spielt. Also den, wie sage ich, normalen Dante ist das falsche Wort. Man spielt halt den älteren Dante und hier spielt man halt die junge Version, die noch sehr unerfahren ist und sich noch gar nicht mit den ganzen Sachen auskennt. Und ja, der Rest kommt halt erst später. Hier seht ihr, wie sich Sachen einfach deformieren, weil sie im Limbus sind. Und nice. Nice, nice, nice. Tut mir leid, dass ich gerade nicht geredet habe. Ich habe irgendwie gerade mein Hirn aussetzen lassen. Und ich finde halt cool, dass man mit so einfachen Tastenklicks so nice Kombos machen kann oder so viele Möglichkeiten hat. So, Verbesserungspunkte erhalten. Du kannst Dantes Verbesserungsleiste füllen, indem du Gegner sammelst und weiße Kugeln. Achso, ja, ja, das weiß ich ja. Huh? So, das ist gerade rausgetappt, warum auch immer. Okay, ja, das weiß ich. Danke. Danke, danke, danke. Okay. Nice. Solange wir halt am Kämpfen sind, behalten wir diese Streak auf. Wenn nicht, dann verschwindet die, meine ich, bald. Also die ist gerade, glaube ich, verschwunden und müsste ich jetzt neu wieder anfangen. So, wir können natürlich auch höher springen als diese ganz kleinen Sprünge. Doppelsprung kann man auch machen. Und wir haben jetzt eine goldene Kugel. Sollte ich sterben, werde ich, glaube ich, wiederbelebt. Das war's einfach. Achso, ich soll tatsächlich auch hier lang. Aha. Wie gesagt, ich habe es nur einmal durchgespielt, dieses Teil, und kenne das jetzt auch nicht auswendig. Ich werde aber trotzdem versuchen, alle Sachen zu sammeln oder so viel wie möglich zu sammeln und das auch so gut wie möglich abzuschließen, sage ich mal. Hier haben wir einen Speicherpunkt, oder? Da kann man auch speichern, meine ich.
Nein, kann man nicht. Aber man kann Gegenstände und Verbesserungen holen. So, wir können uns erstmal Rebellion Hackerstufe erhöhen. Das ist dieser ganz normale Skill, den wir ständig nutzen. Würde sich halt lohnen. Die nutzen wir auch oft genug. Okay. Da haben wir also noch eine Möglichkeit, den Gegner noch höher hochzulassen. Dieser Trieb ist ziemlich cool, den nutze ich sogar ab und zu mal. Wir haben jetzt 4 verfügbare Verbesserungen. Was holen wir uns denn? Also ich würde sagen, wir holen uns erstmal das hier. Todesspiralen. Ah, ich weiß noch nicht. Ich glaube den Stachel. Stachel einfach, um auf Gegner zu dashen. Trieb, glaube ich, auch, um Schuss zu machen. Und dann nochmal die Todesspirale auch besser. Das sind halt so grundlegende Skills, sage ich mal. So, hier oben haben wir nochmal die Fertigkeiten. Hier haben wir nochmal einen Gegnerschritt. Aber wir haben keine verfügbaren Verbesserungen mehr. Deswegen gehen wir nochmal wann anders hier hin. Hier hinten schaue ich mich nochmal kurz um, weil hier doch bestimmt was ist. Genau, ein kleiner Lebensstern. Stellt den kleinen Anteil von Dantes Gesundheit wieder her. Und hier irgendwo ist noch ein Dude. Wir hören das an diesem schrecklichen Geräusch, das er von sich gibt. Aber wo? Hier irgendwo. Nun kann ich da nicht lang. Vielleicht in dem Gebäude drin. Ne, da komme ich nicht rein. Aber ich höre dich, Typ. Ich höre dich, Typ. Du wirst irgendwann von mir erlöst werden, wenn ich nur wüsste, wo. Hallo? Der ist wahrscheinlich da hinten. Also ich weiß nicht mehr, wie man so bis da hinten kommt. Ich denke, wir kommen da später nochmal hin. Ich werde es, glaube ich, gar nicht versuchen, weil sonst sterbe ich hier nur unnötig. Damn it. Wir kriegen später noch andere Skills, womit wir uns besser bewegen können und alles. Aber momentan geht's nicht. Oder momentan komme ich da nicht so einfach hin. Oder ich kenne keinen Weg. Ist das mein Mann? Wie ist denn da gelandet? Dante natürlich betrunken, wie immer. Und das, was im Limbus passiert, passiert halt auch in der echten Welt, soweit ich das richtig hatte. Sehr schön. Deswegen würde der Kate umbringen, wenn er geschossen hätte. Wichtige Neuigkeiten. Ja, da haben wir es. Aufnahmen von unserem Helikopter. Steve, ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Ja, wir müssen jetzt natürlich wieder ein bisschen kämpfen. Ich wollte gerade eigentlich einen anderen Skill machen. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie man schießt mit dem Schwert. Sorry, das habe ich jetzt nicht ausgewichen, obwohl ich da eigentlich easy peasy ausweichen könnte. Damn it! Ich hasse diese Viecher. Wir kriegen später zum Glück noch andere Möglichkeiten, die einfacher zu besiegen oder stylischer, sage ich mal. Wir müssen ja jetzt nicht alles nur auf Style spielen. Also wir müssen natürlich auch überleben. Wir müssen auch gucken, dass wir ein bisschen ernst bleiben bei der Sache, denn manche Gegner können in Massen auch sehr nervig oder stark werden. Und da muss man auch aufpassen. Aber naja, wir haben ja noch einen Jägerdämon vor uns, ne? Ja. Ausweichen. Ausweichen ist eine gute Sache. Haha. Hahaha. Und jetzt? Ich kann auch schießen. So, wir sollen uns natürlich wieder verziehen, weil wir den nicht töten können. Also lieber verschwinden, ne? Wir werden unsere Chance noch bekommen, ganz viele Gegner zu besiegen. Verschwinde! Oh, Scheiße. Alles gut. Hier können wir den, glaube ich, retten, diesen Tube, oder? Hier haben wir einen Bronzeschlüssel. Nicht genügend Kupferschlüssel. So, es gibt ja nämlich auch überall Schlüssel und eine Möglichkeit, die aufzuheben. Hallöchen.
Und mit den Schlüsseln können wir dann diese Türen öffnen und da einzelne Challenges machen, sage ich mal. Hey, komm zurück. Ich schau mal ganz kurz, ob hier vielleicht der Schlüssel erschienen ist. Ne, auch nicht. Okay, hier kann ich nicht mal lang. Oder diese Puppe leuchtet sau schön. Die guckt so creepy. Und hier ist der Tube. Der Dude, so. Okay, jetzt haben wir den natürlich gerettet. Hier vorne ist nochmal eine andere Tür. Da kommen wir nicht durch. Da brauchen wir eine ganz bestimmte Waffe für, soweit ich mich recht erinnere. Und diese Waffe kriegen wir erst im späteren Spielverlauf. Alles gut. So, hier ist da oben noch. Und die kriegen wir halt auch nur mit Schwert besiegt. Mit Schusswaffen können wir den nicht erlösen. Also hier vorne ist eine Tür, wo ich noch nicht hin möchte, ehrlich gesagt. Oder? Ne, da komme ich nicht mal durch. Okay. Ich dachte schon, das wäre eine Tür, die mich jetzt weiter in der Story bringt. Aber wir müssen uns einfach hier vernünftig umschauen. Ich hätte jetzt halt gerne den Silberschlüssel. Den Bronzeschlüssel, sorry. Stopp. Nicht klasse. Ja, was auch immer. Okay, wir müssen jetzt halt nur vernünftig kämpfen. Ich glaube, wir könnten diese sogar da reinwerfen. Dann kriegen wir Style-Punkte. Oh, wow. Und wenn ich halt einen Schaden nehme, dann kriege ich Minuspunkte, sage ich mal. So. Autsch. Ja, okay, die Teile bewegen sich auch immer nach vorne und zurück, deswegen. Alles klar, so. Hey, bewegt sich das einfach eiskalt zurück? Ich hätte halt trotzdem gerne den Schlüssel. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Schlimm. Okay, oben lang komme ich nicht mal. Wow. Dammit. Was versuche ich da gerade? Ich komme da nicht raus. So. Ich habe vor allem... Ich bin so fucking stupid as hell. Ich habe einen Doppelsprung und setze den nicht ein. Warum vergesse ich das einfach? Ein Doppelsprung, hallo? Dass ich nicht lache. Wird nicht klappen. Warum nicht? Er ist kugelsicher. Das ist halt eine sauwitzige Anspielung, weil er später weiße Haare bekommt. So, wir kommen dann später um den Jäger, wollt ihr die noch sagen. Wir wollen erstmal nochmal was anderes aufbessern. Warte, einfach nur ein Footstool aus Smash Bros. Ja, okay, wow. Ich kann nochmal auf den Gegner abspringen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Schießen müssen wir einmal upgraden, damit wir ein bisschen mehr Schaden drücken, das ist alles in Ordnung. So, hier vorne haben wir nichts anderes mehr. Hoppa. Eigentlich wollte ich den Part hier schon beenden, weil ich wollte halt nur 20 Minuten Part machen, aber ich denke, wir werden das hier noch mit der Story ein bisschen zu Ende bringen mit der Mission hier. Also in Devil May Cry gibt es nicht ein Kapitel oder so, sondern die werden Missionen genannt. Also war es auf jeden Fall in 3 und ich meine, hier ist es auf jeden Fall auch so, falls ich mich recht erinnere. Das ist halt mega nice. So, mit Schießen können wir jetzt nicht unendlich viel Schaden drücken. Aber wir können halt mit dem Schwert ein bisschen mehr drücken. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist, weil er weggesprungen ist. Da. Autsch. Das macht man nicht. Komm zurück hier runter.
Ja, mache ich gleich. Oh Gott, ich wollte erst ausweichen. Damit ich erstmal ein bisschen safe bin. Und ich habe halt auch nicht mehr so viel Leben. Ich hoffe natürlich, man hört das Mausklicken auch nicht viel zu intens oder so. Oh, es hat pausiert? Warum das denn? Oh Gott. Es hat einfach pausiert. Ich bin wahrscheinlich aus dem Screen rausgetappt oder sowas. Das wäre natürlich nicht so nice, wenn das öfters passiert. So, der kommt natürlich instant ins Taumeln. Wir können hier ganz normal nochmal ein paar Punkte dazu bekommen. Aber ihr seht schon, je länger ich diese Waffe nutze, desto schlechter wird es. Also, desto mehr Punkte verliere ich wieder dadurch. Autsch! Ich muss halt wieder lernen, das Ausweichen richtig zu timen, weil ich denke gerade gar nicht dran. Autsch. Du Kleiner, ne? Das können wir auch auf andere Art und Weise regeln. So. Tut mir leid, dass es jetzt noch nicht so gut ist. Ich muss mich ja erst wieder ein bisschen entwickeln, sage ich mal, bis ich wieder gut genug spielen kann. Sohn des Sparda. Du bist entdeckt. Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter. Hurenmutter? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute genannt. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der am Pier im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. So. Und damit hätten wir die Mission abgeschlossen. Ich hoffe natürlich, ihr wart mehr oder weniger zufrieden mit dem, was ich hier geleistet habe. Es war jetzt nicht super gut oder so, aber ich wollte einmal nur sagen, ja, das mit dem Fortschritt kriegen wir noch besser. Wir müssen halt einen Schlüssel sammeln, Bronze-Key und hätten noch 3 solche Seelenteile gefunden. Aber wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Missionen noch ein bisschen ausbessern. Ich werde gameplay-technisch auch noch wieder ein bisschen meine alten Skills hervorrufen und mich da ein bisschen wieder ausbessern. Ich muss halt erstmal nur wieder ins Spiel reinkommen. Wie gesagt, das Spiel wird ungefähr 10 Stunden dauern. Das sind ungefähr 30 Parts auf meinem Kanal. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die erste Folge gefunden habt und haut raus und bis demnächst. Ciao!